Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Libyen droht im Bürgerkrieg zu versinken und die Rufe nach einem militärischen Eingreifen werden lauter. NATO-Generalsekretär Rasmussen sagte, das Militärbündnis stehe bereit, werde aber nicht ohne UN-Mandat handeln. Anhänger und Gegner von Machthaber Gaddafi liefern sich weiter blutige Gefechte um strategisch wichtige Punkte wie die Küstenstadt Ras Lanuf mit ihrem Ölhafen. Luftangriffe der Gaddafi-treuen Truppen, Luftabwehrgeschütze der Rebellen. Es ist ein erbitterter Bruderkrieg. Welche Seite die Oberhand in den umkämpften Städten hat, ist unklar, da Rebellen und Gaddafis Armee gleichermaßen Erfolge melden. Insbesondere rund um den Ölhafen Ras Lanuf im Osten des Landes wurde wieder heftig gekämpft. Nach Angaben der Rebellen konnte der Angriff der Regierungstruppen abgewehrt werden. Die Rebellenarmee, sagt er, kontrolliert die Stadt. Bilder aus der seit Tagen umkämpften Stadt Al-Sawiya im Westen, die uns heute erreichten. Zu sehen sind heftige Zerstörungen von den Kämpfen der vergangenen Tage. Bilder von offenbar siegreichen Rebellen, aber auch Gaddafi-treue Einheiten patrouillieren in der Stadt. Es war ein Massaker. Sie haben mit Scharfschützen auf uns geschossen, auch auf Zivilisten. Aber Al-Sawiya ist immer noch befreit. Flüchtlinge schlagen sich zu den riesigen Flüchtlingslagern hinter der Grenze in Tunesien durch. Sie berichten von massiven Bedrohungen durch libysche Regierungstruppen. Ich musste mich verstecken. Sie greifen Leute an und schicken sie zurück. Die werden dann gezwungen, für Gaddafi zu kämpfen. Muammar al-Gaddafi warnte hingegen die Europäer vor Flüchtlingsströmen. Europa zählt auf uns, dass wir Millionen Schwarze davon abhalten, das Mittelmeer zu überqueren. Von solcher Rhetorik lässt sich der Westen nicht mehr beeindrucken. NATO-Generalsekretär Rasmussen sagte auf einer Pressekonferenz in Brüssel, wenn es ein Mandat der Vereinten Nationen gäbe, sei die NATO auf alles vorbereitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen tatenlos dabei zusehen, wenn Gaddafi und seine Militärs weiterhin die libysche Bevölkerung systematisch angreifen. Die Rebellen in Libyens Osten fordern schon seit Tagen eine Flugverbotszone, denn am Boden können sie kämpfen. Gegen Gaddafis Luftangriffe sind sie machtlos. International ist eine mögliche Militärintervention umstritten. Die Arabische Liga fordert ein Flugverbot über Libyen, damit die Staatsmacht die eigene Bevölkerung nicht weiter aus der Luft angreifen kann. Großbritannien und Frankreich arbeiten offenbar an einer UN-Resolution, die ein Flugverbot fordert. Die USA erklärten, sie prüften militärische Optionen. Russland, das ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat hat, sprach sich jedoch dagegen aus. Wie ein militärisches Eingreifen im Land selbst gesehen wird, dazu jetzt live aus Benghazi unser Korrespondent Stefan Buchen. Die Mehrheit der libyschen Aufständischen ist gegen Luftschläge der NATO auf Gaddafis Machtzentren. Die Aufständischen wollen Gaddafi aus eigener Kraft niederringen, trotz steigender Opferzahlen. Diese Haltung hat viel zu tun mit den katastrophalen Erfahrungen im Irak und in Afghanistan, wo die USA und der Westen ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt haben. Die einzige Hilfe, die die Aufständischen von der NATO akzeptieren würden, wäre die Errichtung einer Flugverbotszone. Dies könnte die Lufthoheit Gaddafis über Libyen brechen. Und damit zurück nach Hamburg. Bahnreisende müssen sich auf neue Probleme im Zugverkehr einstellen. Noch in dieser Woche wollen die Lokführer wieder streiken, dieses Mal auch im Güterverkehr, allerdings morgen noch nicht. In einer Urabstimmung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL sprach sich die große Mehrheit für unbefristete Arbeitsniederlegungen aus. Die GDL fordert höhere Löhne sowie einen Branchentarifvertrag für alle Lokführer. Der erste Brief, den der GDL-Vorsitzende Klaus Weselski öffnete, war eine Ja-Stimme. In der Geschäftsstelle der Gewerkschaft wurden fast 20.000 Stimmen ausgezählt. Das Votum der Lokführer fiel eindeutig aus. Mehr als 90% sind für den Streik. Die Situation ist ernst. Wir sagen den Arbeitgebern in aller Deutlichkeit, dass das Votum unserer Mitglieder zur Urabstimmung geeignet ist, in längere Arbeitskämpfe einzutreten. Wir werden dieses noch im Laufe dieser Woche tun. Nach 3 Warnstreiks sind die Fronten zwischen Gewerkschaft Bahn AG und den Privatbahnen verhärtet. Ende Januar hatten die Tarifparteien zuletzt verhandelt. Die GDL will einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Lokführer in Deutschland und ein Lohnplus.
Klar ist, wir Deutsche Bahn sind der falsche Adressat für die Forderungen der GDL. Auch wir sind für einen Flächentarifvertrag. Und auch wir haben die Kernforderungen der GDL in den vergangenen Wochen erfüllt. Die Bahn AG fordert neue Gespräche. Die Privatbahnen hingegen lehnen mittlerweile gemeinsame Verhandlungen mit der GDL ab. Nun verstärkt die Gewerkschaft den Druck, indem sie neben Personenzügen auch Güterbahnen bestreiken will. Die Wirtschaft ist auf einen zuverlässigen Verkehr, auf einen zuverlässigen Schienenverkehr angewiesen. Und wenn es da zu Störungen kommt, dann hat das auch sehr schnell gesamtwirtschaftliche Konsequenzen. In einigen Branchen könnte die Produktion bereits nach wenigen Streiktagen empfindlich gestört werden. Bislang ist unklar, wann die Streiks beginnen. Frühestens ab Mittwoch, heißt es von der GDL. Das Bundesumweltministerium will trotz der Verunsicherung über den neuen Kraftstoff E10 an der Einführung festhalten. Ein Verkaufsstopp komme nicht in Frage, teilte eine Sprecherin mit. Die FDP fordert dagegen, die Einführung vorerst auszusetzen. Aus Sorge um die Motoren ihrer Autos wollen viele das Benzin mit einem höheren Ethanolanteil nicht tanken. Bundeswirtschaftsminister Brüderle hat Branchenvertreter deshalb für morgen zu einem Spitzentreffen zum Thema E10 eingeladen. Diese Schläuche sind intakt und auch die Gummidichtungen, denn laut Hersteller verträgt das Modell den neuen Treibstoff. Rund 3 Millionen Autos aber müssen sich vor dem Biosprit in Acht nehmen. Wenn Sie ein Fahrzeug haben, das nicht E10 verträglich ist, kann es sein, dass die Kunststoffschläuche, die Kunststoffdichtungen, die Gummidichtungen und Aluminiumbauteile beschädigt werden. Und das ist meistens schon bei einer Betankung vorprogrammiert. Der ADAC führt jetzt selbst Langzeittests durch. Bislang haben nur die Hersteller wie Audi oder BMW ihre Modelle getestet und wenig Beeinträchtigungen gefunden. Gestern befeuerte ausgerechnet ein BMW-Mitarbeiter die Debatte. Sein Verdacht, E10 führe bei allen Autos zu einem höheren Motorverschleiß und mache unter Umständen häufigere Ölwechsel erforderlich. Heute Schadensbegrenzung. Für uns ist dieses Thema in der Tat abgeschlossen. Wir haben schon im vergangenen Jahr kommuniziert, dass alle BMW-Pkw grundsätzlich mit E10 Kraftstoffe zu betreiben sind. Eine schriftliche Garantie wollen die Hersteller den Autobesitzern aber nicht geben. Experten sehen auch die Mineralölindustrie in der Pflicht. Jemand, der einen Produktionsstoff, nämlich Benzin und Diesel liefert, hat vorher zu klären, passt das eigentlich mit dem Fahrzeug zusammen. Insofern hat die Mineralölindustrie massiv versagt. Und so bleiben vor dem morgigen Benzingipfel noch einige offene Fragen. Neben der Unsicherheit über die Motorenverträglichkeit stellen Umweltschützer auch in Frage, dass der Einsatz von Bioethanol dem Klima nützt. Denn für die Produktion werden große Anbauflächen benötigt. So bestehe die Gefahr von Monokulturen zulasten des Waldbestandes. Auch Autos, die E10 im Tank haben, blasen Kohlendioxid in die Luft. Viele Experten stellen deshalb der Klimabilanz von Bioethanol ein schlechtes Zeugnis aus. Bioethanol wird aus Pflanzen gemacht, zum Beispiel aus Weizen, Raps und Zuckerrüben. Diese Pflanzen haben im Laufe ihres Lebens bereits CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen und geben nur dieses bei der Verbrennung im Motor wieder an die Luft ab. Ein Pluspunkt in der Klimabilanz von E10. Aber weil die Felder in Deutschland auf Dauer nicht ausreichen, um den Bioethanolbedarf zu decken, müssen vielerorts in der Welt für unser Klima wichtige Wälder gerodet werden, um stattdessen Pflanzen für Biosprit anzubauen. Ein Minuspunkt in der Klimabilanz. Hinzu kommt, als Kraftstoff ist E10 weniger effizient als das herkömmliche Super. Berechnungen von Greenpeace haben ergeben, Autos mit E10 im Tank blasen auf 100 Kilometern bei konstant gleicher Geschwindigkeit genauso viel CO2 in die Luft wie Autos mit herkömmlichem Sprit. Selbst Umweltschützer bezweifeln deshalb, dass E10 wirklich zum Klimaschutz beiträgt. Streitthema E10 auf unserer Homepage tagesschau.de haben wir Antworten zu den wichtigsten Fragen zusammengestellt, etwa: Verträgt mein Auto E10? Wer haftet bei Schäden des Motors? Oder macht E10 Autofahren teurer? Olaf Scholz ist neuer erster Bürgermeister in Hamburg. Der 52-jährige SPD-Politiker wurde heute in das Amt gewählt, auch mit einer Stimme aus der Opposition. Bei der Bürgerschaftswahl hatte die SPD in Hamburg die absolute Mehrheit erzielt. Sie löst nach 10 Jahren die CDU in der Regierung ab. In 2 Wochen will Scholz seinen Senat bestätigen lassen.
Die Staatsanwaltschaft Hof hat Ermittlungen gegen den früheren Verteidigungsminister zu Guttenberg aufgenommen. Dabei gehe es um dessen Doktorarbeit und den Verdacht der Urheberrechtsverletzung, sagte ein Sprecher. Der Behörde liegen mehr als 100 Strafanzeigen vor. Die Doktorarbeit des CSU-Politikers enthält zahlreiche Passagen, die von anderen Autoren übernommen, als solche aber nicht gekennzeichnet worden waren. In den Karnevalshochburgen hat die 5. Jahreszeit heute ihren Höhepunkt erreicht. Hunderttausende Jecken und Narren nahmen an den traditionellen Rosenmontagsumzügen teil. Mit reichlich Hohn und Spott wurde vor allem die Politik wieder auf die Schippe genommen. Und dieses Jahr spielte sogar das Wetter mit. Sonne satt, hieß es nicht nur am Rhein. Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg im Kopierer mit einem Tritt aus dem Kanzleramt in die Wüste befördert. Kopieren statt studieren, das ist das Motto dieses Wagens. Ein bisschen Spott für die Politik. Vor allem setzen die Kölner Jecken beim Rosenmontagszug aber wie immer auf Kamelle, gute Laune und Musik. Wagen, 12.000 aktive Karnevalisten, 7,5 Kilometer Gesamtlänge. Der Kölner Karnevalszug ist der größte in Deutschland. Um dabei zu sein, sind mehr als 1 Million Menschen gekommen. Zum Zugucken, mitschunkeln und mitsingen. Auch ein paar Kilometer rheinabwärts sind die Jecken los. Der Düsseldorfer Zug gilt traditionell als besonders bissig und politisch unkorrekt. Plagiator zu Guttenberg bekommt auch hier sein Fett weg. Als Kamikaze-Bomber fliegt er ins Kanzleramt. Sein Rücktritt als Merkels 11. September. Böse, aber das gehört dazu in Düsseldorf. In Mainz musste man schon ganz genau hinsehen für einen Blick auf zu Guttenberg, der zurückgetretene Minister als Voodoo-Puppe in der Hand der Bundeskanzlerin, inmitten eines ganzen Ensembles zerschlissener CDU-Politiker. Mehr als 500.000 Zugbesucher in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Und die bekamen auch einen gewagten Vorgeschmack auf die anstehende Landtagswahl. Die CDU-Spitzenfrau Klöckner bringt als fast nackte Lorelei den amtierenden König Kurt in seinem Paddelboot auf Schlingerkurs. Bei mehr als 7 Kilometern Zuglänge ist aber auch genug Platz für Seitenhiebe auf die katholische Kirche. Deren höchster Vertreter verteilt Kondome für den Einzelfall und in manchem Bistum werden Missbrauchsfälle einfach unter den Teppich gekehrt. Neben allen kritischen Botschaften soll aber auch in Mainz vor allem gefeiert werden. Getreu dem Fastnachtsmotto, egal was kommt, egal was ist, der Mainzer Narr bleibt Optimist. Optimist ist auch der Karnevalist in Rio. Kein Wunder bei fast 30 Grad Celsius. In der Nacht begeisterte der Wettbewerb der Samba-Schulen. Dabei hätte der ein oder andere in seinem dicken Kostüm sicher ein paar Grad Celsius an deutsche Städte abzugeben gehabt. Tagsüber gingen die Feiern weiter. Auch in anderen Karnevalshochburgen wie Recife oder Salvador im Norden des Landes tanzten Millionen beim Straßenkarneval. Louis van Gaal bleibt Trainer von Fußballrekordmeister Bayern München, allerdings nur noch bis zum Saisonende. Wie der Verein heute mitteilte, wird van Gaals ursprünglich bis Sommer 2012 laufender Vertrag vorzeitig aufgelöst. Nach 3 Niederlagen innerhalb von 8 Tagen und dem Abrutschen auf Platz 5 in der Bundesliga-Tabelle war van Gaal unter Druck geraten. Vulkanliebhaber kommen derzeit auf Hawaii auf ihre Kosten. Denn dort schleudert der Kilauea aus einer neuen Spalte Lava in bis zu 20 Meter Höhe. Fachleuten ist der Berg kein Unbekannter, seit 28 Jahren ist er immer wieder aktiv. Doch so ein Schauspiel habe der Vulkan noch nie geboten, so US-Geologen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. März. Das Hoch, das von Mittel- bis nach Osteuropa reicht, bestimmt auch morgen nochmals das Wetter in Deutschland mit viel Sonne. Dabei strömt mildere Luft zu uns, sodass die Temperaturen im Süden und Westen teilweise zweistellige Werte erreichen. Ab Mittwoch wird es dann unbeständiger. Die Nacht verläuft meist sternklar, höchstens im Osten ein paar Wolken, Nebel bildet sich kaum. Morgen wird es sehr freundlich, die Sonne scheint meist ungestört, vielerorts gibt es bis zu 11 Stunden Sonnenschein. Im Norden weht der Wind mäßig, im Süden schwach und dreht von Südost auf Südwest. Heute Nacht minus 1 Grad an der Nordsee, minus 11 Grad in Ostbayern. Am Tag 5 Grad in Nordfriesland und 14 Grad am Oberrhein.
Am Mittwoch ist es im Süden und Osten noch freundlich, sonst kommen von Nordwesten Wolken auf, stellenweise regnet es, vor allem an den Küsten lebhafter Wind. Am Donnerstag im Norden hier unter Regen und viel Wind, in der Mitte und im Süden nur wenig Regen, am Freitag weiterhin durchwachsenes Wetter und stellenweise Schauer. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr. Darin Bürgerkrieg in Libyen. Wann greift der Westen ein? Fragen von Susanne Holst an NATO-Generalsekretär Rasmussen und Verunsicherung an der Zapfsäule. Der Streit um E10.